Günstiges PS5-Zubehör, was taugt es? Was ist ein echter Geheimtipp und von was solltet ihr lieber die Finger lassen? Ich habe mir bei Amazon mal ein paar günstige PS5-Zubehörteile bestellt und habe die für euch getestet. Ich muss sagen, PS5-Zubehör gibt es aktuell bei Amazon ja wie Sand am Meer. Die PS5 selbst ist ausverkauft, aber Zubehör kriegt man eigentlich so alles, was man sich nur vorstellen kann. Ob Seitenplatten, ob Ladestationen und so weiter. Das sind ja alles so Zubehörsachen, die man mehr oder weniger kennt. Ich habe mir aber jetzt bewusst mal ein paar Zubehörteile bestellt, die eher unbekannt sind und habe die mal getestet und sage euch jetzt auch, welches ein echter Geheimtipp ist, von dem ich wirklich begeistert war und wovon ihr lieber die Finger weglassen solltet, weil es einfach nichts taugt. Ich fange jetzt mal an mit einem Zubehörteil. Das habe ich durch Zufall entdeckt und es ist ein Battery Pack für den DualSense. Und zwar ist das so gedacht, dass wenn der DualSense mal der Akku leer ist, dann könnt ihr dieses Pack einfach auf den DualSense draufpacken und er lädt es dann wieder auf. Das ist so ein kleines Gerät hier, das steckt man hier auf den DualSense einfach auf. Dann lädt es eben den DualSense auf. Man steckt das einfach hier über den USB-Port, also wo man den DualSense normalerweise per Kabel auflädt, einfach hier rein und drückt dann diesen Knopf. Dann zeigt der Akkustand hier über diese Punkte, die leuchten dann auf, wird angezeigt, wie voll der Akku-Pack ist und dann wisst ihr, ob ihr den DualSense damit aufladen könnt. Praktisch ist hier bei diesem kleinen Akku-Pack, dass der hier mit einem USB-Kabel geliefert wird. Es ist ein USB-A auf USB-C-Kabel und damit könnt ihr quasi den Battery Pack dann aufladen, wenn der dann leer ist. Im Test hat sich gezeigt, also eine Ladung schafft er gerade mal. Eine zweite ist nicht mehr möglich, dann müsst ihr den wieder aufladen. An sich hat er gut aufgeladen, kleines Problem nur, es war ein bisschen wackelig, das heißt, es sitzt hier nicht sehr, sehr genau. Es ist leicht wackelig, dann kann es sein, dass er eben den Kontakt verliert und nicht mehr auflädt. Also da muss man einfach immer wieder drauf achten, ob er noch lädt oder nicht. Aber an sich, es hat funktioniert und es war auch praktisch, wenn der Akku eben des Controllers leer ist und ihr habt gerade keinen zweiten aufgeladenen Controller da und möchtet auch nicht mit Kabel spielen, um den Controller gleichzeitig aufzuladen, dann ist das eigentlich schon so ein nettes kleines Teil, was man sich gut gönnen kann. Der Battery Pack kostet so um die 20 Euro. Wenn ihr euch eine Ladestation zum Beispiel für den DualSense Controller holt, die kosten dann auch so um die 20 Euro. Aber dann ist der Controller natürlich stationär auf der Ladestation, ich sag mal, gefangen. Ihr könnt ihn dann in der gleichen Zeit nicht verwenden. Und das ist eben der große Vorteil dieses Packs. Ich würde ihn, glaube ich, schon empfehlen, weil er mir jetzt die letzten mehreren Abenden doch ausgeholfen hat, wenn der Controller dann leer war. Von dem her würde ich sagen, ja, mit dem kleinen Haken, dass er ein bisschen wackelig ist und man eben aufpassen muss. Falls euch das interessiert, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Der Akkupack ist aktuell auch lieferbar und ist, glaube ich, auch eine ganz nette Weihnachtsgeschenksidee. Dann mache ich mal weiter mit einem kleinen Zubehörteil und das ist wirklich klein im wahrsten Sinne des Wortes, sehr, sehr klein. Und zwar geht es hier um diese kleinen Sticknoppen. Es ist eine kleine Packung mit ganz, ganz vielen Sticknoppen. Und zwar, die sollen bewirken, dass der Grip beim Stick besser wird, dass man quasi mit dem Finger nicht ganz so sehr abrutscht. Ich habe die hier auch mal angebracht an meinen DualSense. Sieht eigentlich relativ schick aus. Die sind in dieser Packung, 22 Stück sind erstmal drin und die sind in vielen, vielen verschiedenen Farben. Ich habe die jetzt mal in dieser kleinen Vorratspackung mal gekauft und wie gesagt, es sind ganz viele verschiedene Farben hier mit dabei. Anzubringen sind die ganz easy. Wichtig ist hierbei nur, man sollte nicht versuchen, die so drauf zu fummeln. Man stülpt die einfach über den Finger umgekehrt drüber und dann legt man das einfach auf den Stick drauf und lässt das Ganze dann einfach einschnappen. Und dann hat man das ziemlich schnell und ziemlich easy auf den Stick angebracht. Und ich finde, erstens schützt es vor Abnutzung, zweitens schützt es vor Schmutz und drittens ist es einfach so, man hat mehr Grip am Daumen mit diesen kleinen Noppen, denn
Die sind hier geriffelt und haben eine ziemlich raue Struktur, sodass man eben nicht abrutschen kann. Und das ist aber nicht bei allen Kappen so. Also es gibt auch welche, die sind glatter, die würde ich jetzt eher weniger empfehlen. Aber von denen hier war ich eigentlich relativ begeistert. Hab die jetzt auch drauf gelassen, habe jetzt noch eine Menge an Vorrat da. Und wie gesagt, sie schützen auch die Sticks des DualSense. Und gekostet haben diese 8 Euro, also diese Packung mit insgesamt 22 Kappen, 22 Controller Caps. Da finde ich, für 8 Euro ist das wirklich ein super Schnäppchen, weil die sind wirklich zu empfehlen, wenn man solche Kappen gerne mag, beziehungsweise auch an sich würde ich die empfehlen, einfach um vor Abnutzung zu schützen. Ich habe euch die auch genauso unten in der Videobeschreibung verlinkt und sagt ruhig Bescheid, wie ihr so drauf seid. Verwendet ihr solche Schutzkappen oder seid ihr da eher so drauf, dass ihr sagt, nee, ich möchte den DualSense so verwenden, wie er ist und möchte eigentlich nichts an dem verändern. Dann geht's weiter zu einem Zubehörteil, das ich eigentlich auch relativ praktisch finde. Zuerst habe ich gedacht, das ist aber irgendwie doch ganz schön alt. Wann braucht es das überhaupt? Aber im Nachhinein, als ich das montiert habe, ist es wirklich so gewesen, dass ich mir dachte, eigentlich ist das doch ganz praktisch. Und zwar geht es darum, das nennt sich hier Storage Bracket. Das heißt, es ist einfach eine Klammer, ein Haken, um quasi seinen DualSense Controller an der PS5 oder auch seinen Xbox Controller an der Series X anzubringen. Dieser Haken ist universell einsetzbar. Man setzt einfach hier das an Rand der PS5 oder der Xbox Series X. Und ja, das funktioniert tatsächlich bei beiden, denn bei der Xbox müsst ihr eben diese zwei kleinen Haken in die Löcher oben reinschieben. Bei der PS5 hängt man das einfach an die Seite an. Und ich muss aber tatsächlich sagen, es ist für die Xbox besser als für die PS5. Das liegt einfach daran, dass es bei der Xbox viel fester und stabiler sitzt. Dadurch, dass diese zwei Haken in diese kleinen Löcher reingreifen, sitzt das Teil fest. Bei der PS5 ist es natürlich verschiebbar und deswegen ist es nicht ganz so fix, aber es sitzt und es hält. Wie gesagt, zuerst dachte ich, albern, irgendwie braucht man das, aber ich fand das dann recht praktisch, denn die Geräte hängen dann an den Konsolen dran, sind aufgeräumt, nehmen am Boden oder auf dem Regal, wo ihr eure PS5 oder Xbox Series X stehen habt, keinen Platz weg. Es sieht eigentlich auch ganz schick aus, fand ich jetzt zumindest. Also klar, es ist natürlich auch Geschmackssache, aber an sich fand ich es sehr praktisch. Man kann natürlich auch anderes Zubehör da dranhängen, wie zum Beispiel das Pulse 3D, also ein Headset oder auch irgendein anderes Headset, ist natürlich auch möglich. Ich muss sagen, sie sind auch ziemlich stabil. Es ist zwar Plastik, aber es ist sehr stabiles Plastik, also ich kann es nicht verbiegen. Es sieht wirklich gut verarbeitet aus. Der Preis war für 2 Stück, also man bekommt 2 Stück geliefert in einer Packung, war 11 Euro. Kann man jetzt sich drüber streiten, ob so ein Stück Plastik 11 Euro wert ist? Könnte ein bisschen günstiger sein, aber 11 Euro dafür, wenn man seine Controller aufgeräumt haben möchte auf der PS5 oder an der Xbox Series X, kann man sagen, ist in Ordnung. Aber ich würde sagen, es hätte ein bisschen günstiger sein können. So, bevor ich zu meinem absoluten Geheimtipp komme, wo ich wirklich begeistert davon war, wo ich nicht dachte, dass das so gut funktioniert, ist noch ein weiteres Zubehör. Und zwar ist diesmal was Größeres. Und zwar geht es um diesen Aufbewahrungsstand bzw. Ständer für PS5 für Controller und für Spiele. Da ist auch ein Lüfter eingebaut und ich war eben ein bisschen skeptisch. Ich bin nicht wirklich Fan von solchen Untergrundlüftern an der PS5. Man sieht, hier sind eben die Ventilatoren eingebaut. Es sind 2 kleine Ventilatoren eingebaut und die sollen eben dafür sorgen, dass die PS5 zusätzlich gekühlt wird. Ich bin mir da nicht so sicher mit diesen Lüftergeschichten, weil eigentlich die PS5 ein ziemlich gut ausgeklügeltes Kühlungssystem hat. Und ich befürchte nicht unbedingt dadurch, dass es unten zudeckt, die PS5, sondern einfach, dass durch die Veränderung dieser Kühlungsströme das Kühlungssystem der PS5 nicht mehr so funktioniert, wie sie quasi von den PS5-Ingenieuren gedacht und berechnet war. Deswegen denke ich, könnte es vielleicht sogar eher kontraproduktiv sein. Nichtsdestotrotz ist ja dieses Gerät ja nicht nur der Lüfter, sondern es ist ja auch ein
eine Ladestation für die Controller. Das heißt, man dockt die beiden Controller hier an und kann diese dann eben gleichzeitig aufladen. Betrieben wird das Ganze über die PS5 selbst. Das fand ich ziemlich interessant. Hier ist nämlich ein USB-Kabel. Diesen steckt man hinten an der PS5 an und dann bekommt das Gerät hier Strom und damit kann man dann auch den Ventilator betreiben und auch die Ladestation für die DualSense Controller, zwei Stück. Es gibt hier auch noch weitere USB-Ports, die man dann verwenden kann, um zum Beispiel einen weiteren Controller aufzuladen und so weiter. Und hier ist dann eben der Platz für die Spiele. Kompatibel ist das Ganze für beide Versionen, für die PlayStation 5 mit Disc und auch für die Digital. Für die Digital wird eben dieser kleine Einsatz hier mitgeliefert und dann passt hier die Digital auch rein. Für die Disc-Version nimmt man diesen Einsatz raus und hat dann eben die Passform für die Disc-Version. Anzubauen ist das eigentlich ganz easy. Es ist eine Schraube dabei, die man hier eben durch die Mitte anschrauben kann an der PS5, anstatt des eigenen PS5-Standfußes und dann steht die PS5 eben auf diesem Gerät einfach drauf. Man kann dann auf der einen Seite die Controller aufladen und auf der anderen Seite kann man eben seine Spiele einsortieren. Für die Controller sind dann noch drei USB-Dongles dabei. Ich kann nicht sagen, warum drei, denn man hat ja nur zwei Steckplätze. Auf jeden Fall ist ein Ersatz dabei. Diese USB-Dongles steckt man in die Controller rein. Damit kann man die Controller dann an der Ladestation betreiben. Die sind auch magnetisch, heben auch ziemlich gut fest, verrutschen nicht. Das ist schon mal ein Vorteil. Die Ladestationen zeigen auch an, ob ein Controller geladen wird oder nicht. Wenn der Controller leer ist und geladen wird, dann wird eben ein rotes Symbol angezeigt. Wenn der Controller voll ist und vielleicht nur noch ein bisschen geladen werden muss, dann zeigt das Symbol grün an. Die Ladestationen sind mehr oder weniger okay. Mein größter Kritikpunkt an diesem Gerät ist eigentlich die Aufbewahrungsfächer für die Spiele. Ich kann nicht ganz verstehen, was da passiert ist. Die Fächer sind gerade mal, ich würde sagen, 3-4 cm breit und man kann die Spiele drauflegen, reinstellen, aber sie kippen dann relativ weg. Also es ist irgendwie nicht so wirklich gut ausgetüftelt, diese Seite. Und wenn man das Ganze eben bewegen möchte, was ich ja dachte, dass das vielleicht eines der Vorteile ist, dass man den ganzen Truppen dann eben zusammen bewegen kann, um das ein bisschen zu verschieben, dann fallen die Spiele einfach raus, weil die nicht wirklich da drin in diesen Fächern gut drin stecken. Das ist für mich dann total unbrauchbar, dieses Spielefach. Der Kostenpunkt ist bei knapp 30 Euro. Das finde ich, muss ich sagen, ein bisschen zu viel leider. Lass da lieber die Finger davon. Die Kühlung per Lüfter bei solchen Geräten würde ich sowieso eher von abraten. Das Teil speziell eben wegen diesen zu kleinen Fächern würde ich nicht empfehlen und ist einfach auch zu teuer. Kommen wir jetzt zu meinem Favoriten der Zubehörteile und ich finde, das ist schon ein kleiner Geheimtipp, auch wenn es ein paar kleine Mankos hat. Und zwar kennt ihr das Problem, wenn ihr in einem Spiel seid und mit euren Freunden chattet, dann braucht ihr natürlich immer eine Tastatur nebendran, weil mit dem Controller über die Internet-Tastatur ist schon immer nervig und aufwendig zu tippen und dauert halt auch sehr lange. Und es gibt eine kleine Lösung hier, die ist ziemlich raffiniert. Man dockt diesen einfach hier an den DualSense ran. Das wird einfach per Klinke gemacht und schon steckt er hier am DualSense fest. Es schmiegt sich hier auch sehr gut an die Griffe an, also fühlt sich auch beim Greifen ziemlich gut an. Und die Tasten sind auch relativ groß, sodass man eigentlich ziemlich gut tippen kann. Das funktioniert im Menü und das funktioniert eben auch im Party-Chat. An sich finde ich das Teil ziemlich cool. Es wird per Bluetooth angeschlossen an die PS5. Das heißt, ihr müsst es erstmal in den Einstellungen mit eurer PS5 per Bluetooth koppeln und dann wird es sofort erkannt ohne Probleme. Ihr könnt hier auch einen Kopfhörer anschließen da dran und es hat sogar hier einen integrierten Lautsprecher. Einzige Manko, was ich hier sehe, ist, dass die Tastatur leider nicht deutsch ist. Das heißt, es ist eine englische Tastatur. Man hat hier Y und Z vertauscht und natürlich sind gegenüber der deutschen Tastatur, die man ja kennt, manche andere Symbole und so weiter nicht an der gleichen Stelle. Natürlich, es fehlen eben die Umlaute. Das ist vielleicht so das größte Problem. Ja, ich kann mal sagen, großes Durcheinander, weil ihr einen auf einen Knopf drückt und eigentlich was ganz anderes hinterlegt ist. Also da müsst ihr die erst auf Englisch umstellen und dann könnt ihr genauso die Knöpfe tippen, wie sie eben hier abgebildet sind.
Wenn ihr damit leben könnt, dass ihr leider keine Umlaute tippen könnt, was ich jetzt aber nicht ganz so tragisch finde, dann ist das eigentlich wirklich ein ziemlich cooles Zubehörteil. Vielleicht wird es irgendwann mal noch eine deutsche Version davon geben. Ich konnte aktuell leider keine finden. Sie ist eben auch sehr, sehr leicht abnehmbar. Also wenn man sie dann eben nicht mehr braucht, einfach nur dran ziehen und sie ist abgekoppelt. Ich würde es auf jeden Fall schon empfehlen, weil ich es praktisch finde. Ich habe es euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielleicht war ja auch für euch was dabei, das vielleicht unter dem Weihnachtsbaum landet oder ihr es vielleicht verschenken möchtet oder vielleicht sogar euch selbst kaufen möchtet. Sagt einfach unten in den Videokommentaren Bescheid. Seid ihr so Zubehörnutzer bei der PS5 oder eher weniger? Schreibt einfach unten in die Kommentare und lasst auch gerne einen Like und ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr und wir sehen uns beim nächsten Mal.